Das Lernzentrum Erfolg ist die einzige Bildungseinrichtung in Karaganda, an der vier Sprachen unterrichtet werden: Kasachisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Es wurde 1998 auf der Grundlage des Deutschen Zentrums Wiedergeburt als Frühvorderschule und Kindergarten für Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren gegründet. Идея была такая, да, что это будет место, где будут встречаться люди немецкой национальности. Самый первый проект, который на базе Эрфольга был организован, это была воскресная школа. То есть поначалу, да, силами родителей, силами преподавателей, силами детей делался какой-то ремонт, приобретались какие-то материалы и так далее. Später, im Jahr 2001, erhielt das Zentrum eine Lizenz zur Durchführung von Bildungsaktivitäten. И уже вот здесь возник настоящий Эрфольг в том виде, в котором мы его сейчас видим, да. Изначально это была школа-сад. Не всегда было такое количество групп сада, как сейчас. В основном был упор на школу. И это была начальная школа с 1 по 4 класс. Отличалась она от всех остальных школ города именно тем, что здесь преподавали немецкий язык. Во-первых, а во-вторых, это была и есть на сегодняшний день школа полного дня. То есть дети здесь занимаются, на вторую половину дня они остаются, у них здесь какие-то кружки, в том числе изучение немецкого языка, изучение немецких традиций и обычаев. Und da haben die Kinder Deutsch gelernt, ab der ersten Klasse, da waren noch eine Gruppe ist vielleicht Vorschulkinder. Ab der ersten Klasse bis zur neunten haben wir unterrichtet. 9 Klassen haben wir da gemacht. Und unsere 5 Klässler schon konnten ein normales Interview in der deutschen Sprache für das professionelle deutsche Radio machen. Ja, sie haben auf die Fragen geantwortet, ganz frei. Sie haben fließend gesprochen. Nur einige Themen konnten sie nicht so beantworten. Und dann war so der Journalist oder die Journalistin so, warum sagen sie weiter nicht? Wir haben das noch nicht gelernt. Ja? Nur die Themen, die wir schon gelernt und besprochen haben, konnten sie natürlich ganz frei antworten. Und da hatten wir ungefähr so 8-9 Stunden Deutsch in der Woche. Das ist ziemlich viel. Aber mit der Zeit wurde die Zahl von den Deutschstunden ständig reduziert, reduziert, reduziert. Und jetzt lernen die Kinder in der Schule einmal. Ja? Im Programm steht nur einmal in der Woche Deutsch. 1 Stunde 45 Minuten. Благодаря помощи государству у нас сейчас в центре открыто 6 групп детского сада. Численностью 25 детей, но на момент карантина мы входим по 15 детей, и 4 класса начальной школы с 1 по 4, каждый по одной параллели, в которых учатся от 20 до 9 детей. Heute beschäftigt das Zentrum 45 Mitarbeiter. Unter ihnen befinden sich auch Lehrer, die während der gesamten Existenz des Zentrums Lehrtätigkeit dort durchgeführt haben. У нас замечательный преподаватель, замечательный педагог Разумова Валентина Игнатьевна. Валентина Игнатьевна работает, ну, наверное, с момента основания школы. Также Валентина Игнатьевна еще у нас работала методистом иностранных языков в городском отделе образования. Ну, и непосредственно она у нас открыла центр детского дошкольного образования ЦДДО «Вундеркинд», куда детки ходят еще дополнительно заниматься изучением немецкого языка, немецкой культуры, немецких обычаев, традиций. Natürlich haben die Kinder, die diese Schule besuchen, noch die Möglichkeiten, so Deutsch in einem Sprach-AG, in einem Sprachzirkel zu lernen, Deutsch plus Theater, Deutsch durchs Theater. Und auch ich mache noch einen Kinderkurs, Sprachkurs für die Schulkinder. So, die Vorschulkinder, hier sind auch 6 oder 8 jetzt Gruppen, die Vorschulkinder können Deutsch im Wunderkind, in unserem Wunderkind lernen, so von 3 bis 6 Jahren. Und da in der Kontaktzeit hatten wir noch Kontaktkurse für die Erwachsenen. So, und noch Familienclub, ja, im Familienclub
So am Wochenende können sie zusammen mit den Eltern kommen und auch Deutsch lernen. Так как у нас выпускники не 11 классов, а всего начальная школа, большая часть детей у нас переходит в лицеи, в Дарын, в школу, в Ниш, в школу поступают, в Назарбаевскую. Дальше после Назарбаевской школы дети поступают на ИНЯС. Очень много выпускников, которые идут хорошо. Сейчас вот в Каргу опять открылся немецкий язык. In Karaganda ist Deutsch also nicht in allen Schulen geblieben, nur im Gymnasium 97 und in der Passschule Nummer 3, Gymnasium Nummer 3. Da lernen die Kinder noch Deutsch, aber nicht so wie, sie haben nicht so viele Deutschstunden in der Woche. Aber trotzdem lernen sie. In der ersten Klasse, theoretisch ja, dürfen die Eltern, können die Eltern deutsche Sprache wählen, Englisch auch, Französisch, aber die deutsche Sprache auch, aber rein theoretisch. Weil wenn wir die Gruppe weniger als 10, 15 Kinder haben, dann ist es so nicht so üblich, dass man auf, macht diese Gruppe auf. Sogar bei uns, ja, eine Stunde Deutsch steht auf dem Programm, aber normalerweise in der ersten Klasse sind nur 3 Kinder der deutschen Nationalität. 3 Kinder. So. Und darum, ja, lernen sie Deutsch viel mehr im Sprachkurs, im Familienclub, im Sprach-AG, aber nicht in der Schule, nicht auf dem Schulprogramm steht das Sprach. Im Ausbildungszentrum werden derzeit mehrere Projekte der gesellschaftlichen Stiftung umgesetzt. Здесь на базе Ирфольга открыт и реализуется проект CDDO «Вундеркинд». Здесь же находится филиал сети центров встреч, кружки, танцевальный и прикладное искусство. Проект по поддержке языковой работы. То есть здесь проходят курсы для взрослых людей. Das Markenzeichen dieser Schule ist eine Plattform zum Eintauchen in die deutsche Sprache, in Traditionen und Bräuche. Diese Plattform bietet einen starken Anreiz zum weiteren Erlernen der Muttersprache und erweitert das Potenzial aktiver Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Tolle Schule, super Arbeitsplatz und ein klasse Team. Die Deutsche Allgemeine Zeitung wünscht dem Lehrzentrum viel Erfolg. Abonnieren Sie unseren Kanal. Liken und kommentieren Sie unsere Beiträge. Viele weitere interessante Neuigkeiten erwarten Sie. Viel Spaß beim Anschauen!